Ja, ich glaube, wir nehmen einen sehr, sehr glücklichen Punkt hier aus Fürth mit nach Hause. Zum einen sind wir glücklich, weil wir ja einen Punkt mitgenommen haben bei so einer spielstarken und sehr, sehr guten Mannschaft. Andererseits glücklich natürlich, wie er zustande gekommen ist. Wir waren extrem effektiv im gegnerischen 16er und hatten hinten in einigen Situationen natürlich auch das notwendige Quäntchen, um einen Punkt mitzunehmen. Ins Spiel sind wir sehr, sehr gut gekommen. Die Jungs einiges von dem eigentlich in dieser einen Aktion sehr, sehr gut umgesetzt, was wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben. Bälle mal wieder ein bisschen einfacher in die Box zu bringen, um Philipp Hofmann zu füttern, der ihn dann toll reinmacht. Und ja, in weiterem Verlauf, glaube ich, hat Fürth das Spiel dann in die Hand genommen, hat das Heft in die Hand genommen und die ein oder andere Chance dann heraufbeschworen. Zu den Gegentoren komme ich gleich nochmal. Gehen dann nach dem ersten Gegentor dann auch kurz vor der Pause wiederum durch einen sehr, sehr ordentlichen Angriff in Führung. Und ja, ich hätte mir insgesamt in der ersten Halbzeit bei der ein oder anderen Situation nach vorne ein bisschen mehr Genauigkeit gewünscht, ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, um vielleicht den Gegner auf letzter Linie noch mehr beeindrucken bzw. auch zu verunsichern. In der zweiten Halbzeit war uns eigentlich relativ klar, dass es sich noch ein bisschen drastischer anfühlen wird. Zum einen, weil der Gegner viel, viel mehr noch investieren und riskieren wird. Zum anderen hat man auf Strecke sicherlich auch Tribut zollen müssen, was die Mannschaft der letzten Tage oder die letzten Tage auch abgerissen hat und abgespult hat. Wir haben einerseits sehr, sehr tief verteidigt. Das haben die Jungs, fand ich, sehr, sehr gut gemacht. Das ist auch ein Trainingsbestandteil in der Vorbereitung gewesen und trotzdem auch immer noch ein Teil, wo wir viel, viel mehr daran arbeiten müssen, um nicht die Nerven zu verlieren, um Ruhe zu bewahren in so Situationen. Was uns komplett abgegangen ist, und dann wird es auf Strecke natürlich auch schwierig, ist die Ruhe an der Kugel. Wenn wir dann mal den Ball hatten, war er viel zu schnell und jetzt kommt das Schlimme, viel zu einfach weg. Also es war nicht unbedingt unter Gegnerdruck, sondern wir haben den Ball zu läppsch hergegeben und dann kriegst du den Puls natürlich auf Strecke nicht mehr runter, musst nur noch verteidigen und mit 180 Puls zu verteidigen führt natürlich dazu, dass der Gegner A mit seiner Qualität und B durch den ständigen Stressen natürlich auch zu Torchancen bzw. zu guten Möglichkeiten kommt. Wenn wir einen Strich drunter machen, nehmen wir den Punkt sehr, sehr gerne mit bei dieser Mannschaft. Jetzt komme ich nochmal zu den Gegentoren. Wenn man am Ende dann ehrlich ist, ein Eckball, wo der Gegner komplett blank steht und ein Elfmeter, der uns so nicht passieren darf. Das ist zu einfach. Ich glaube, drei Gegenspieler von uns oder drei Spieler von uns gegen einen Fürther, der diesen Kontakt natürlich dankenswerterweise annimmt. Und ja, solche Situationen darfst du dir dann nicht erlauben, wenn du in dieser Situation bist. Und deswegen nehmen wir heute den einen Punkt mit, über den wir uns, glaube ich, aber dennoch freuen. Dankeschön. Drei Fragen kommen noch, alle drei von Marius Biecher von den Badischen Neuesten Nachrichten. Die erste erkundigt sich nach Sebastian Jung. Warum muss er zur Pause raus? Ja, Sebastian haben wir ja so ein erstes kleines Pflänzchen mal in den Boden gesetzt durch diese zwei Einsätze, auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ich glaube, ein ganzer Einsatz gegen Aue und dann auch nochmal über drei Viertel der Partie in Düsseldorf. Und da müssen wir einfach immer sehr genau abwägen, wie lange wir ihn dann drauflassen. Und wir sind jetzt in der Phase der Saison, in der wir auf solche Dinge dann auch mal Rücksicht nehmen müssen von draußen, um das immer mehr wachsen zu lassen. Weil ich glaube, er hat ja auch heute in der Halbzeit alleine durch die Torvorbereitung wieder gezeigt, was für eine große Qualität in ihm steckt. Und das sind neben den Jungen, sind das auch immer wieder Spieler, auf die wir bauen und denen wir dann eine Chance geben, hört sich für so einen Spieler ein bisschen negativ an. Ich meine es aber total wertschätzend. Einfach ein Spieler, der vielleicht aufgrund seiner Historie in den letzten Monaten einfach für uns dann eine Möglichkeit darstellt, so eine Qualität zu bekommen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass er bei uns ist. Und wir werden da nicht nachlassen, ihn zu pflegen und zu hegen. Wie hast du die beiden Elfmeter-Szenen gesehen? Die eine habe ich gehört. Das war für mich ein klarer Kontakt und Kontakt im 16er ist dann in dem Fall 11 Meter. Im Mittelfeld wird sowas ab und zu vielleicht mal laufen gelassen, aber ich habe die Bilder noch nicht gesehen. Aber für mich ist es aus der Ferne ein klarer Elfmeter. Die Handgeschichte habe ich nicht gesehen. Ich glaube, an der Stelle muss man den Schiedsrichter bei diesen Handsachen einfach in Schutz nehmen. Diese Regel ist bis zum heutigen Tage nicht ausgereift.
was solche Situationen defensiv anbelangt. Es ist auch nicht einfach, da eine klare Linie zu ziehen, weil man so ein bisschen die Natürlichkeit des Sports, in dem Fall im Fußball, wegnimmt. Und ja, ich muss mir das nochmal in Ruhe anschauen, aber klar, war dann das Glückliche mal, was den Videobeweis anbelangt, zum ersten Mal auf unserer Seite. Und abschließend, warum habt ihr es kaum geschafft, euch in einer Phase vom Fürther Druck zu befreien? Ja, einerseits, weil der Gegner enorm gut ist. Der steht ja nicht umsonst da oben. Wir haben einige andere Mannschaften und auch auswärts extrem gelitten. Und ja, wir müssen so ein bisschen unsere Art und Weise des Fußballs aktuell auch der Situation anpassen. Extrem viele Spiele, extrem, ja, doch der ein oder andere vorne, der uns dann auch als Wechsler mehr fehlt in den Spielen mal oder auch während des Spiels. Wenn ich jetzt heute sehe, dass wir dann auch Xavi relativ früh oder Malik lange drauflassen mussten, wo wir eigentlich auch schon früher was Frisches hätten bringen müssen, aber bei Xavi natürlich auch schauen müssen, der länger als 2 Wochen daheim war. Und ja, wir brauchen sehr, sehr viel Intensität für unser Spiel, um mithalten zu können. Und das Hauptproblem war für mich in der zweiten Halbzeit, dass wir viel zu leicht die Kugel abgegeben haben, weil wir es A manchmal vielleicht unterschätzen, was das Passspiel anbelangt, vielleicht auch zu lange den Ball schleppen in dem einen oder anderen Moment. Das müssen wir uns einfach mal anschauen, da müssen die Jungs das mitnehmen. Aber nochmal ein großes, großes Kompliment an die Mannschaft, was sie heute wieder über 90 plus 4 abgerissen hat mit dieser Geschichte der letzten Tage. Und jetzt wird es Zeit, dass sie mal den einen oder anderen Moment die Füße hochlegen dürfen. Vielen Dank. Das war der Karlsruher Teil der Pressekonferenz. Unseren Gastgebern eine erfolgreiche Restsaison und bis zum nächsten Mal. Erstmal hallo in die Runde. Ja, Spiel beginnt erneut. Denkbar ungünstig für uns. Der erste Torschuss vom KSC war gleich drin, was natürlich sehr ärgerlich ist, weil in der Entstehung das ein typisches Muster für die Karlsruhe ist. Und ja, wir das angesprochen haben, trainiert haben und ja, waren wir einfach noch in der Phase, wo es uns vielleicht gar nicht so bewusst war, dass das passieren kann tatsächlich. Ja, 0-1, dann glaube ich, ja, oder glaube ich nicht nur, sondern war ja dann schon so, dass wir sehr, sehr dominant waren, sehr ballsicher waren. Wir hatten gute Möglichkeiten und haben dann auch eine genutzt, machen dann den Ausgleich. Der zweite Schuss aufs Tor ist dann auch gleich wieder drin, wo wir uns einfach in der Boxverteidigung nicht gut verhalten. Ich glaube, der Schuss war noch abgefälscht. 2-1 für Karlsruhe, ja, und dann in der Halbzeitpause einfach nochmal angesprochen, dass wir halt, ja, dass das einfach unheimlich viel Energie kostet, permanent aufholen zu müssen, und nochmal an die Jungs appelliert, einen klaren Kopf zu behalten und nicht blind nach vorne zu laufen, sondern seine Chancen dann auch dementsprechend strukturiert vorzubereiten. Das ist uns meiner Meinung nach in der zweiten Hälfte auch besser gelungen als in der ersten Hälfte. Da waren wir teilweise noch zu hektisch, haben zu früh dann auch ja, nach außen gespielt, hätten länger im Zentrum im Ballbesitz bleiben müssen, war dann in der zweiten Hälfte deutlich besser. Ich glaube auch dann hochverdient den Ausgleich gemacht und insgesamt sehr, sehr viele klare Torchancen dann auch kreiert. Aber am Ende des Tages sollte es dann nicht mehr sein, dass wir das Spiel nochmal komplett drehen, was für mich aber auch normal ist, weil du über diese Wochen hinweg nicht permanent Rückstände aufholen kannst und dann noch so umbiegen kannst, dass du 3 Punkte am Ende hast. Deswegen müssen wir uns heute an die eigene Nase fassen, ne, dass wir nur einen Punkt haben. Trotzdem sind wir wieder zurückgekommen, aber ist in meinem Empfinden, glaube ich, heute so, dass wir 2 Punkte verloren haben. Daran anschließend die erste Frage von Nico Gelev, Bild Nürnberg. Wie bewertest du den Punkt heute? Habe ich gerade gesagt, also ich freue mich nicht über den Punkt. Dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Wieder einmal musste das Team einem Rückstand hinterherrennen. Woher nimmt das Team diese Kraft? Ja, da ist natürlich schon viel Glaube in die eigene Stärke da. Nur wir spielen hier gegen eine wirklich gute Mannschaft. Ja. Und die, wenn man auch die letzten Spiele sieht, in dieser Liga genauso jede Mannschaft schlagen kann, die auch im Übergangsbereich einen guten Fußball spielt. Und
Wir dominieren dieses Spiel, in meinem Empfinden, und zwar sehr stark. Und dann musst du einfach auch besser verteidigen. Und es kann nicht sein, dass du solche Tore dann bekommst. Ja? Und auf der anderen Seite kann es auch nicht sein, dass du auch solche Bretter, die du dann vorne hast, die du dir mit viel Mühe und viel Aufwand dann auch kreierst, dann nicht machst. Und dann fehlt dir da einfach aufgrund dieses permanenten Aufholens. Ja? Und da geht es gar nicht um diese physische Belastung, auch nicht um die Phase der Saison, sondern da geht es auch um die mentale Verfassung, ja, dass du immer wieder musst. Ja, und du musst aufpassen, dass du in keine Umschaltaktion kommst, dass du gerade gegen Karlsruhe nicht zu viele Standards ziehst. Ja, und sehr, sehr schwierig. Deswegen schon auch natürlich Kompliment an die Jungs, aber sorry nochmal, ja, dieses Spiel musst du gewinnen. Ja, und das geht nur, wenn du einfach kontrollierter verteidigst und ja, ein bisschen mehr Struktur im eigenen Spiel hast, was wir zweite Hälfte deutlich mehr hatten als in der ersten. Man hätte heute die Konkurrenz wieder mehr unter Druck setzen können, eine verpasste Chance? Ich will nicht immer von Chancen sprechen. Ja. Ich habe das ja, oder ich sage ja die letzten Wochen schon immer das Gleiche, dass diese Liga oder diese Mannschaften, die oben mit dabei sind, die werden noch enger zusammenrücken und es wird, wird sehr, sehr spannend werden bis zum Schluss. Und alles, was jetzt passiert, ist für mich nichts Neues. Deswegen Chance. Wir schauen auf uns. Ja. Wir haben 2 Spiele, 6 Punkte sind da zu holen. Das ist möglich. Wenn wir ein bisschen mehr Kompaktheit, nicht nur ein bisschen mehr, sondern mehr Kompaktheit auf den Platz bringen, wenn wir mental, ja, diese Sachen auch dementsprechend annehmen, um auf Sieg zu spielen, ja, dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir die letzten 2 Spiele gut punkten werden und das glaube ich, ja, dann sind wir sicherlich in der Verlosung mit dabei. Jetzt geht es ins Quarantänetrainingslager. Verändert das nochmal die Arbeit mit der Mannschaft? Ja, die Arbeit mit der Mannschaft nicht. Was willst du jetzt großartig noch arbeiten in den letzten 10-12 Tagen, die wir da zusammen sind? Ja, es geht einfach darum, in seinen Abläufen zu bleiben, die Frische hinzubekommen, maximale Freude rauszuholen. Auf der anderen Seite bin ich schon froh, dass ich die Jungs dann zusammen habe, weil du kannst natürlich dann intensiver regenerieren, intensiver pflegen, kannst nochmal das eine oder andere Gespräch intensiver führen. Ja, aber so toll ist es jetzt auch nicht nach so einer anstrengenden Saison, dass du nochmal 14 Tage irgendwo hin musst. Ja. Aber es ist nun mal zwingend notwendig, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Aber ich glaube schon, dass es für jeden einzelnen Spieler trotzdem schöner wäre, wenn er zu Hause bleiben könnte. Fabian Istl vom Kicker, Frage 1, die hatten wir jetzt, glaube ich, schon, was gefehlt hat, um den Rückstand erneut zu drehen. Frage 2, wie schon in Darmstadt und auf St. Pauli gab es wieder ein frühes Gegentor. Ist das Zufall oder hast du dahingehend ein Muster erkannt? Ja, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Es ist halt sehr, sehr ärgerlich, dass wir viel zu einfach Tore bekommen. Ja, es ist sicherlich auch ein Qualitätsmerkmal heute von Karlsruhe. Ja, diese Spielverlagerung, frühe Flanke. Phil Hofmann ist in der Box herausragend in dieser Liga. Aber das geht es auch zu verteidigen. Ja. Ich brauche einfach diesen Kontakt im Zentrum. Ja. Ich muss, auch wenn ich die Größe nicht habe, diesen mannorientierten Zweikampf dann auch suchen, dass er nicht kontrolliert köpfen kann. Ich muss die Flanke verhindern. Und wenn wir es optimal spielen, dann unterbinde ich schon die Spielverlagerung. Und dann passiert es nicht. Und das ist zu einfach, um dann auch ein Spiel letztlich zu gewinnen und über das zweite Tor. Ja, es ist vielleicht auch ein Muster in den letzten Wochen, was einfach ärgerlich ist, dass der Gegner mit wenig Aufwand und wenig Tormöglichkeiten sofort zum Torerfolg kommt. Und das ärgert uns, aber ja, ist nun mal so. Werden wir auch nochmal explizit besprechen und in Paderborn besser machen. Damit hast du die Frage, was verbessert werden muss, um zu Null zu spielen, auch gleich mit beantwortet. Gehen wir zum Florian Jennemann von den Fürther Nachrichten, der fragt, wie du die Situation beim Elfmeter, der dann nicht gegeben worden ist, wahrgenommen hast oder beurteilst. Ich beurteile das gar nicht, weil
für mich diese Situationen nicht spielentscheidend sind, sondern wir fassen uns heute an die eigene Nase. Ja, wir haben es, habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, im Gesamtverbund, offensiv wie defensiv, nicht so gemacht, dass wir heute 3 Punkte geholt haben. Und das ist der einzige Grund.